Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Privet und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Russland. Und was machen wir jetzt? Also wir sind ja mittlerweile hier drüben in Asien schon sehr weit fortgeschritten. Versucht doch mal einfach alle hier hinzulaufen. Ich habe hier schon mal ein bisschen die Entwicklung zentralisiert. Wir werden jetzt hier die Cores erstellen. Das heben wir uns noch auf für irgend so für einen Krieg gegen Polen-Litauen. Da werden wir das eher brauchen. Genau, Kasachstan ist immer noch ein bisschen unhöflich. Das macht aber nichts. Dann ihr... Pass auf, ihr lauft mal alle nach Vladivostok weiter. Ja, das ist, glaube ich, hier so erstmal am wichtigsten. Wir können hier gleich weiter Krieg führen. Die Ming gehen ja langsam unter übrigens, by the way. Ayutthaya ist riesengroß. Vor denen müssen wir ein bisschen aufpassen. Das heißt ein bisschen, ne? Und dann schauen wir mal ganz kurz. Kasachstan hat ja ganz viele Koransprüche noch auf Chagatai. Aber mit denen haben wir einen Waffenstillstand, oder? Ne, haben wir nicht. Wir könnten die also angreifen. Sind mit Transoxanien und Delhi verbündet. ...75 Kosten für Kernprovinz Rückgabe. Da wäre es jetzt hier wichtig zu wissen... ...muss ich, mal ganz kurz... Also Transoxanien ist ja Mini und Delhi ist auch Mini, ne? Das geht auf jeden Fall. Das war eins. Mit dir habe ich einen Waffenstillstand. Mit dir habe ich auch einen Waffenstillstand. Mit Dänemark könnten wir übrigens einen Krieg beginnen, weiß ich aber noch nicht. Na, mit dir habe ich auch eine Waffenruhe. Und dich wollte ich angreifen. Da. Und da bauen wir, das habe ich übrigens schon in Auftrag gegeben, ihr seht es hier. Da bauen wir ein paar Schiffchen, denn wir wollen gerne die Invasion bei den Ainu machen. Und ja, das wird noch eine wichtige Sache sein. Okay. Du kannst mir bitte... Achso, ja, und ich wollte ja noch Festungen bauen und ich wollte noch Handelszentren weiterentwickeln, ne? Wir haben zum Beispiel hier, wenn wir, okay, gut, ich glaube, hier müssen wir sie nicht unbedingt entwickeln, ne? Aber hier zum Beispiel Riga sollten wir entwickeln, ne? Das ist halt relativ günstig, wenn wir das machen. Das kostet so 180 oder so, glaube ich, ne? Moment, Verbesserungen eines Handelszentrums auf Umschlagplatz erfordert eine Entwicklung von 10. Diese Provinz hat jedoch nur 9. Okay, dann... mache ich das. So, na, das kostet mich 160, kostet mich das sogar nur. Stockholm machen wir das auch noch. Noch einen weiteren wichtigen hier? Ne, jetzt noch nicht, ne? So, und hier oben... Das Ding da entwickeln wir auch noch schnell weiter auf 2. Und das Ding müssen wir irgendwann auf 3 machen. You know Bescheid, ne? Da brauchen wir 25 Entwicklungen in dem... Ja. Okay, gut. Naja. DLCs von 2011. Alles klar. Empfehle für Arti-Infos Osprey Book Napoleons Guns. Ah ja, Field Artillery. Okay, alles klar, Sir Goldie. Das gucke ich mir gerne mal an. So, pass mal 8. Dann lauf mal, du schon mal hier hoch. Für eine Kriegserklärung werde ich aber wohl einen Diplomaten brauchen, ne? Ja.
Ach, mit Yaren sind die auch noch verbündet. Ja, ja. Pass auf, dann lauf mal hier hin. Die Ainu können keinen in den Krieg mit reinrufen, ne? Ist ganz gut, ne? Machen wir erstmal so. Was hat er jetzt da für Schiffe? Ist das ein Binnengewässer? Dies ist ein Binnenmeer. Okay, ja, dann machen wir das später. Du bist nur mit mir im Krieg, ne? Wunderschön. Lauf du auch noch hier hin? Lauf du jetzt mal hier rüber. Und ich weiß nicht, brauche ich dich noch hier oben? Also Krieg gegen Chagatai ist natürlich insofern wieder Pain, weil wir halt da dann so viel, weil wir da so viel Truppen wieder für brauchen, ne? Beo, ich hoffe, ich verstehe dich richtig. Du nimmst dir einen DLC dann nur, wenn der im Angebot ist oder so? Also wenn du einen Rabatt kriegst? Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde mir die nie einfach so kaufen, das ist zu teuer. Guten Abend, Tias, grüß dich. Der offizielle EU4-Berater ist jetzt also auch da. Ja, also finde ich auch, das ist ganz wichtig. Ja, und du gibst mir bitte die Kurs zurück, ne? Laufen wir beide hier hin. Ne, lauf beide hier hin. Okay, hier sind wir schon mal durch. Dann kannst du nach Vladivostok runterlaufen. Und
hat. Ich sag danke für den Follow. So, meine Vasallen, ihr dürft alle belagern. Nein, da steht keine feindliche Invasion bevor. Er hat es nur geschafft, seine Truppen hier rein zu belagern. Ah, da war ja eine Kolonie von mir. Ich vergaß. England ist so im Eimer, aber die kapitulieren halt nicht. Wahrscheinlich. Englische Rückeroberung von Oxford. Hat nicht so gut geklappt. Wahrscheinlich, weil die noch Kolonien hier drüben haben, die noch nicht von Frankreich besetzt wurden. Ne? Das sorgt dafür, dass die immer so ewig durchhalten. Weil, aber Alter, ne? Ey, guck mal, der ist alles komplett besetzt. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, wer ist der Belagerungsmeister? Ihr seid beide so ganz okay beim Belagern, ne? So, Hauptstadt ist belagert. Dann kannst du mal mit Transoxanien loslegen. Das sind ja deine Verbündeten, ne? Und du zeigst mir jetzt mal hier... Wann ist das Schiffchen fertig? Okay, es dauert nicht mehr so lange. Gut. Ist klar. Also, weil hier werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, um die ganzen Schiffe bauen zu können. Oder zumindest werden wir noch einen Haufen Schiffe hier bauen müssen. Transoxanien nehmen wir, glaube ich, so raus. Und du gehst einmal zu den erzürnten Nationen. Ach, warte mal kurz. Stimmt, da sollten wir vielleicht mal gerade schauen. Gib mir noch deine Kohle, ne? Haben wir hier irgendwo noch Verbündete in der Nähe? Ich könnte vielleicht noch Bulgarien sagen, dass du immer so ein bisschen... Du machst so ein bisschen mehr defensiv, dann kannst du... Ah, ne, warte mal, die können da eh nichts machen. Großartig, oder? Kannst du da hochlaufen? Doch, du kannst da hochlaufen, ne? Dann mach das mal noch schnell. Ja, schön, dass du da bist. Guten Abend. Also nochmal, Pat Sp. Ich kann, muss mir noch sagen, wie ich dich nennen soll. Also freut mich, dass du da bist auf jeden Fall. Ja, super, denn die Skizze. 5% Rabatt mit dem Code Stammelbarbar gibt es aber nur bei Attila. Und bei Rome. Oh mein Gott.
Mingsplosion ist da. Zurück. Ach komm, weißt du was? Die Rossia verbessern wir noch schnell. Ja, ich überlege, ob ich halt separat Frieden mache und Yeren mitnehme. Aber es ist halt relativ viel AE, ne? Also ich muss Yeren eigentlich nicht unbedingt. Ich muss Yeren nicht unbedingt erobern, ne? Ich kann Yeren erobern, ich muss es nicht unbedingt machen. Bist denn du dahin gelaufen? Ah ja, sehr schön. Dann ist Deli jetzt auch noch mal raus. Ja. Okay. Dann machen wir mal Folgendes. Ich glaube, so viele Truppen kann er jetzt nicht mehr haben, ne? Berühmte letzte Worte. Aber... So... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So um den Dreh rum, ne? Das muss seine Armee sein. 28.000. Ein bisschen mehr, ne? So ein kleines bisschen mehr hat er noch. Stopp. Du läufst jetzt hier hin. Okay. Warte mal, bis er den Move-Lock drin hat. Dann laufen wir mal. Oh, die sind jetzt alle exiliert worden. Wahrscheinlich. Okay, pass auf. Dann stellt euch mal alle gerade hier rein. Die sind wahrscheinlich exiliert worden, weil ich die aufgesplittet habe. Aber es kann eigentlich... Ah, das ist aber... Ich glaube, es ist... Ja, das passiert ja häufiger mal, dieses Phänomen, ne?
So, bevor ich meine Jungs hier alle auf die Schiffe da drauf packe, warten wir noch ein kleines Momentchen. So, Kuru haben wir zurück. Das haben wir ohnehin zu gucken gewonnen. So, und ich würde jetzt mal ganz stark vermuten, dass du dich hierhin zurückziehst. Auch wenn das nicht deiner natürlichen Bewegungsrichtung zu entsprechen scheint. Weil ich meine, wohin soll der sich denn sonst zurückziehen? Ah, da hoch. Ah, ha, 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 ha. Ja, ganz schnell da hoch. Und mein Moral ist ja easy peasy, ne? Komm hier, Gewaltmarsch hoch nach Bolga. Zack. Ich will den ja da oben mit runtergelassener Buchs erwischen, ne? Ich erwische ihn da nicht mehr. Okay, du läufst nach Kasan. Super, dann laufe ich hinterher. Ja, das ist okay. Hat so gut wie keine Moral mehr. Dann stiefel dem noch einmal hier hinterher. Dann ist die Armee auch weg und dann ist das Problem da beseitigt. Ah ja, da sind ja die Galeeren. Schön. Admiral drauf. Du wartest noch ein Momentchen. Ja. Okay, das reicht ja jetzt bestimmt für einen Friedensvertrag, oder? Ne? Das ist doch super. Ich nehme auch noch dein ganzes Geld mit. So. Du kannst hier hin. Und unser Vasall hat ein paar. Hat ein paar Trüppchen mehr, ne? Ich schätze mal hier runter. Und jetzt machen wir den Frieden da drüben noch so langsam. Ja, ne? Schön ist es. Du musst mir erstmal ganz kurz sagen, meinst du das Ding hier, diese blauen Ringe? Meinst du das, Sanilasa? Die, also falls du das fragst, die zeigen dir an, ob sich diese Provinz in der Kontrollzone einer Festungsanlage befindet. So eine Festungsanlage hat eine Provinzreichweite Kontrollzone. Das heißt, innerhalb dieser Kontrollzone kannst du nicht die Felder queren. Ne? Also du kannst zum Beispiel von Kuru, also wenn du dich auf diese Festung zubewegst, ne, dann kannst du von Kuru nicht nach Fudali, nicht nach Kala laufen. Das geht nicht, sondern du kannst innerhalb einer Kontrollzone dich nur auf eine Festung zubewegen. Und du könntest also von Hoka nach Kuru nach Miyogasan laufen. Das wäre zum Beispiel machbar. Ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben, ne?
Alter, ne? So Armeen kann dir auch nur die KI zusammenwurschteln. Oh, Quar, danke übrigens für deinen Sub. Vielen Dank und schön, dass du dabei bist heute Abend. Warum war das irgendwie klar? Warum war das irgendwie klar, dass jetzt Zar Pavel, der mittelmäßig Durchschnittliche, der erste Potjomkin, den Thron übernimmt, weil unser anderer Herrscher gut war, ne? Lass uns für seine arme Seele beten. Fjodor, der unglaublich beschissene. Okay. Ah, guten Abend, Feinhab. Schön, dass du da bist. Ich habe ein Abo beim Merb. Vielen Dank für das verschenkte Abo beim guten Mr. Merb. Der ist, genau, stimmt, der ist heute auch live. Ne, mit nicht mit Monkey Island. Der spielt wieder Khemri, ne? Der alte Masochist. Das ist halt auch, ne, da wollen die Leute dann, dass der, Khemri spielt, ne. 40 Überdehnung haben wir. Das müssen wir noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Achso, warte mal. Können wir bei der Gelegenheit noch gerade... Wir haben halt so viele Stufe 1 Handelszentren. Ne? Wir müssen die eigentlich alle mal ausbauen. Also außer hier jetzt. Da müssen wir es nicht unbedingt machen. Ne? Hier gibt es nur eine Richtung. Das brauchen wir also hier auch nicht. Und da haben wir noch... Doch, da haben wir eins. Nämlich hier. Ja, während des Krieges kann ich das Ding nicht ausbauen, ne? Okay, ja, ne, dann warten wir noch bis nach dem Krieg und dann machen wir da weiter. Wo führt uns denn der nächste Krieg hin? Autos haben wir noch Waffenstillstand, ne? Wo führt uns der nächste Krieg hin? Kastilien ist noch unser Rivale. Kastilien wird von uns beleidigt, glaube ich, ne? Einfach nur, weil wir was können. Wir brauchen keine spöttische Beleidigung, das ist so erstmal in Ordnung. Haichi und dann Ming, ja, irgendwie so machen wir das, genau. Jetzt warten wir erstmal, bis wir da die Flotte aufgerieben haben. Bums, bums, weg ist sie.
So, jetzt können wir nämlich da rüber gehen und einmal hier drüben Staku Waipu no Jutsu machen. Ich will die deswegen weghaben, weil ich die sonst als Nationalisten wieder kriege. Ne? Ich habe nichts davon. So, dann machen wir jetzt hier einmal Friedensvertrag mit den Ainu. Ich hätte gern alles. Ja, genau. Ich nehme auch noch dein ganzes Geld. Ja. So, Hokkaido werden wir die Entwicklung bündeln. So, dann kernen wir den Spaß hier. Wir machen sehr viel Geld. Ach so, ich bin ja noch offiziell im Krieg, ja. Sorry, ich hab da diesen Frieden gemacht und dachte, das wär's dann schon, ne? Genau, wir können jetzt auch, das war die Überlegung dahinter, wir können jetzt über Japan drüber rollen. Das ist eigentlich auch ganz nice, ne? Vor allen Dingen, weil wir da schön viele Vasallen haben, die wir freilassen können, ne? Das machen wir dann, wenn wir den nächsten, wenn wir den nächsten Vasallen annektiert haben, wahrscheinlich. Piece of cake. Feiner, übrigens dann nochmal vielen Dank für deine zwei verschenkten Subs. Vielen Dank für deine Unterstützung heute Abend. Da erhebe ich auf jeden Fall auch nochmal einen Siegeskaffee auf dich. Prost. Und vielen Dank. Rabellenfraktion haben wir denn? Das ist eigentlich nicht viel. Ne? So, jetzt lasst uns mal ganz kurz hier einmal reinschauen. Also, Charter für die neue Weltland, das Handelsmonopol auf Viehbestand, das muss weg. Recht des Rates, weiß ich nicht. Aufsicht durch den Klerusstand, ich weiß nicht. Mission in der neuen Welt gründen. Kosaken Anführer rekrutieren. Könnte wahrscheinlich auch raus. Das reduzieren wir hier mal.
So, das sollten wir nochmal machen, damit wir da die Militärmachtspunkte kriegen, ne? Und hier müssen wir mal gucken, das machen wir dann später, ja. Dafür können wir hingehen, genau, an dieses Recht des Rates, das können wir auf jeden Fall hier rausnehmen, ne? Haben wir das schon mal. So, und jetzt haben wir immerhin schon mal ein Absolutismus-Maximum von 18. Wenn wir die Rebellen unterdrücken für 48. Wir haben, glaube ich, genug Mill-Macht noch. Ah, lass mal. Plus 5 Absolutismus von der Entscheidung und nutzt das absolut 0. Was meinst du damit? Plus 5? Du meinst minus 5, oder? Weil plus 5 Absolut... Oder... Ja, lass mich mal kurz gucken. Ich schaue nochmal ganz kurz in den Absolutismuswert rein. Ach so, und wir brauchen vor allen Dingen... Leute, das habe ich total vergessen. Wir brauchen noch 18 Regimenter. Wir brauchen noch 18 Regimenter. Wir brauchen noch 18 Regimenter. Pass auf, und zwar hier. So, die gehen mal ganz kurz raus, ne? Die schmeißen wir mal kurz weg. So, und jetzt sagen wir hier nämlich, Dingeling, bitte auf die Vorlage hier bringen, ne? Das sind 18 Stück, aber wir haben ja jetzt gerade ein paar aufgelöst, ne? Das heißt also, die holen wir uns jetzt andernorts wieder rein. Können da ruhig drüber gehen. Wenn wir mal ganz kurz schauen. Genau. Das Ding ist halt nur da hinten. Ja, wir können, glaube ich, ohne Probleme. Ich glaube, wir können hier ohne Probleme ruhig nochmal drüber gehen. Die Frage ist, ob wir es halt wirklich mit so einem Riesen. Mit so einem Riesenregiment machen wollen. Im Bau sind 17. Ja. Aber pass auf. Dann fangen wir mal. Ach, okay. Ich kann die auch bauen. Aber jedes... Moment mal ganz kurz. Durch die Nutzung von 100 gesammelter Macht für Strelitzien ausheben, werden wir die Kriegsmöglichkeit um 2 beeinflussen, 40 Strelitzien-Regimenter in unserer Hauptstadt ausheben. Das Vertrauen auf diese Regimenter wird unsere Modifikatorstabilität um plus 28,2 erhöhen. Weil... Das ist hier bei plus 8,4. Wie viel würden wir da ausheben? Was hat er gesagt? 40. Naja gut, ich glaube, wir brauchen die Strelitzien nicht mehr unbedingt, oder? Lass mal gerade gucken. Die sind im Endeffekt gleichwertig mit der östlichen Tertio, ne? Nur, ah warte, nee, die kriegen den Bonus, weil das dann Strelitzien-Regimenter sind, ne? Nicht wahr? Die kriegen dann deswegen den Bonus, ne? Okay. Also, dann fangen wir schon mal an und sagen, wir bauen jetzt mal hier so diese 2. Dann sind wir nämlich hier schon mal oben mit dabei. Genau, so, ne? 202. Achso, das geht auf das Potenzial der Armee. Okay, alles klar. Dann brauchen wir jetzt die Unis, ne? Sonst kriegen wir diese Punkte nicht. Wo sind die Gebäude? Universität, 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 Universität. So, wir bauen so ein Teil in, lass mal kurz überlegen, wo bietet sich das denn an? Das bietet sich überall dort an, wo wir noch zusätzliches Potenzial gebrauchen könnten, ne? Wo wir also viele anderweitig bereits existierende Gebäude hatten. Marktplatz, Werkstatt, Kirche. Naja, gut, also, ne, hier jetzt ist schon halt was drin, ne? Okay, pass auf, wir bauen so ein Ding in Pleßgau und in Neva auf jeden Fall, denke ich mal. Also hier bietet sich das, glaube ich, schon an. In Stockholm könnten wir auch noch eins gebrauchen, ne? Stockholm ist ja auch ein
Gute Stadt, da kriegen wir dadurch ja nochmal unseren zusätzlichen Slot hier, ne? Dann bauen wir uns so ein Teil vielleicht noch nach Perm rein. Nach Nischni Novgorod auf jeden Fall. Hier hinten Gutshof und eine Werkstatt. Ja, dann bietet sich das an, hier auch noch eins zu bauen, auf jeden Fall, denke ich. Und hier in Kostroma bauen wir auch noch so ein Teil. Ne? Ja, dann ist unsere Kohle erstmal weg und ja. Wir haben hoffentlich alles sinnvoll angelegt und sind dann auf jeden Fall safe bei den Unis auch drüber, wenn die fertig sind. Da haben wir ja einige jetzt im Bau, ne? So, das schließen wir mal bitte. Die Galeere kommt hier runter. Genau, Unis belegen kein Slot, das ist korrekt, ja. Wir haben auch da noch so eine vereinzelte Galeasse, die nehmen wir jetzt auch mal gerade mit. Schön. Dann haben wir ja bald auch hier eben noch eine weitere gestärkte Armee. Du kannst schon mal, wir wollten ja gerne zu den Ming, ne? Denn die Ming brauchen wir ja für unsere Handelshäuser, ne? So, und wenn ich jetzt sage, wir nehmen noch hier die Provinzen von Yaren direkt mit, dann sagst du, ich bekomme eine Koalition, wobei da ja auch wieder nur die Verlierer, da sind ja nur die, das ist ja wieder so eine Koalition der Loser, ne? So, alle Kernen. Ja, okay. Ja, das mache ich gleich. Die nehme ich jetzt als nächstes. Das Ding war hier... Achso, warte mal kurz. Da habe ich keine Landverbindung, deswegen zählt das nicht. Ich hätte im Separatfrieden hier nicht alles nehmen können. Also, Entschuldigung, ich brauche den Separatfrieden, damit ich alles nehmen kann. Das war das Ding. Und ich wollte sie dann doch komplett nehmen. Dann haben wir eine Fraktion hier weniger, die mich nervt. Wie lange sollen das dann gehen? Wenn mal Russland erhält leibeigene Bauern bis zum Ende des Spiels mit Nachfolgenden aus dem minus 1. Unruhe plus 10 Rekrutenreserven, Institutionsverbreitung minus 10%. Ja, ist okay. Leben wir mit. Werden wir mit leben. Können wir vielleicht noch durch eine Idee ausgleichen oder so. Aber nochmal 10% mehr Rekrutenreserven zu haben, das ist schon sehr nice, ne? Genau, ja, das müssten wir mal gucken. Auf der Krim habe ich aber noch nicht viel, ne? Also, hier kann ich übrigens... Warte mal kurz. Aber hier kann ich kein Handelshaus errichten. Was war denn das jetzt für ein Quatsch? Das ist mein Discord, ne?
So, okay. Und dann machen wir jetzt mal in der Stelle einen Cut. Ich sag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete. Der Stream geht natürlich weiter, aber der YouTube-Part endet hier. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mal reinschaut. Dienstags, freitags und sonntags, 21 Uhr. twitch.tv/GüntherShadow. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und bis dann, alles Gute. Und das wieder ein Jahr.